Naturpark Sternberger Seenlandschaft liegt das Stubbenbrooker Moor. Ihm erging es, wie den meisten Mooren in Mecklenburg-Vorpommern, in den letzten 100 Jahren. Entwässerung und Urbarmachung. Am 1. November war es mit der Ruhe im Stubbenbrooker Moor vorerst vorbei. Umwelt- und Landwirtschaftsminister Till Backhaus startete die Renaturierungsaktion, ein gemeinsames Projekt der Landesregierung, der Forstbehörde, der Stiftung Umwald und der Stadtwerke Schwerin. Ja, wir wollen natürlich den CO2-Ausstoß als Äquivalentberechnung herabsetzen. Und deswegen wollen wir sinnvolle Renaturierungsprojekte weiterführen, auch mit Unternehmen. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch die Bevölkerung mit einbinden, mit dem Ziel auf Verständnis für Umwelt und für Naturschutz, für Klimaschutz, aber auch für die insgesamt weltverändernden Bedingungen auch dokumentieren. Wenn ein Moor trockengelegt wird, kommt es zum Ausstoß von Kohlendioxid aus den Torfböden. Sage und schreibe 6,2 Millionen Tonnen sind das allein in Mecklenburg-Vorpommern jährlich. Waldmoore, die intakt sind, speichern Wasser. Dieses Wasser steht dann in wasserarmen Zeiten den Waldbeständen, die angrenzend sind, zur Verfügung. Waldmoore sind besonders feucht, insofern schaffen sie ein kühles Klima und wirken damit auch klimaausgleichend. Waldmoore sind Lebensräume für seltene Tiere, wie zum Beispiel Kraniche, die gerne in Waldmooren nisten, oder auch für Libellen, die gerne Waldmoore als Lebensraum und als Jagdgebiet benutzen. Also insofern, Waldmoore sind auch forstlich besonders interessant. Um den Klimaschutz in Mecklenburg-Vorpommern zu unterstützen, gründeten Umweltakteure die Stiftung Umwald. Ihrem Engagement ist es zu verdanken, dass aus dem Stubbenbrook wieder ein richtiges Moor wird. Da die öffentlichen Mittel in den nächsten Jahren sicherlich weniger werden, wollen wir mit Firmen gemeinsam und mit Spendern etwas für den Umweltschutz im Wald tun. Und das erste Projekt, wie vorhin schon gesagt, ist jetzt entstanden mit den Stadtwerken Schwerin. Und ich denke mal, mit diesem ersten Projekt werden wir etwas Werbung machen können, dass vielleicht andere Firmen auf den Zug aufspringen und auch etwas tun für den Klimaschutz. In den Stadtwerken Schwerin hat die Stiftung Umwald einen Partner gefunden, der gleichzeitig in erneuerbare Energien investiert und den aktiven Umweltschutz unterstützt. Wir engagieren uns mit Ökoprodukten, wir engagieren uns mit anderen Maßnahmen, wo wir in Richtung Energieeffizienz und klimaschonender Energieumwandlung arbeiten. Das ist praktisch das Spiegelbild dazu, indem wir unsere natürliche Umwelt gerade hier in Mecklenburg schützen und die Waldmoore, das haben wir eben von den Experten auch gehört, ist natürlich etwas, was in den letzten 100 Jahren teilweise trockengelegt wurde, wo CO2 in deutlichen Größenordnungen frei wurde. Und hier eine CO2-Senke zu schaffen mit relativ wenig finanziellem Aufwand, schien uns eigentlich logisch. Richtige Moore sind in vielerlei Hinsicht nützlich. Neben der Reduzierung der Treibhausgase verbessern sie die Qualität des durchfließenden Wassers. Und sie schaffen Lebensraum für bedrohte Tiere und Pflanzen.